Hühnerentwurm. Wann geht's denn endlich los? Wie geht's euch heute? Schön, dass ihr wieder in ein Video beim Dinosaur-Hühner-Kanal hineingeklickt habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin Dr. Bene und in diesem Video habe ich für euch viel praxisrelevantes Wissen über Hühner und Würmer. Und ich meine dabei die Würmer, die in unseren Hühnern ihr Unwesen treiben. Die sogenannten Endoparasiten. Es wird um Bandwürmer und um Nematoden, die Faden- und Haarwürmer, gehen. Ich werde erklären, wie man mit Hausmitteln und Kräutern entwurmen kann. Und ich werde auch zeigen, wie man mit einem Medikament, einem Antiparasitika, entwurmt. Falls ihr heute noch gerne Spaghetti essen wollt, solltet ihr dieses Video vielleicht erst danach weiter ansehen. Es werden nämlich im Verlauf Bilder vom Kotbrett meiner Hühner mit Nematodenwürmern in einem der Kothaufen zu sehen sein. Doch starten wir mit etwas Wurmloch-Theorie. Die Würmer, die als Schmarotzer in unseren Hühnern leben, können wir grob in Bandwürmer und Fadenwürmer oder besser gesagt die Nematoden einteilen. Es gibt sogar Nematodenarten, die auch Pflanzen befallen. Jede Bandwurmart benötigt mindestens einen Zwischenwirt für den vollständigen Lebenszyklus. Das können Nacktschnecken, Regenwürmer, Ameisen, Käfer, andere Insekten und Kerbtiere sein. Bei einem Bandwurmbefall können unsere Tiere einen Gewichtsverlust, blasse Kämme und einen wässrig-schleimigen Durchfall zeigen. Der Tierarzt kann Bandwürmer nachweisen, indem er im Kot abgetrennte Glieder von Bandwürmern findet. Diese sogenannten Proglottiden sind mit Bandwurmeiern angefüllt und sollen, aus Sicht der Bandwürmer, mit dem ausgeschiedenen Kot von den Zwischenwirten aufgenommen werden. Auslaufhühner sind also deutlich gefährdeter als in Käfigen eingepferchte unglückliche Hühner. Käfighaltung ist aber keine Alternative, sondern eine Katastrophe. Kommen wir nun zu den Nematoden. Die Nematoden sind die Fadenwürmer, dazu zählen auch die Haarwürmer. Es gibt unzählige verschiedene Nematodenarten. Einige gehen zum Beispiel auch in den Raps. Im Gegensatz zu den Bandwürmern benötigen die Nematoden nicht zwangsläufig einen Zwischenwirt, um ihren Lebenszyklus abzuschließen. Trotzdem reichern sie sich gerne mal auch in einem sogenannten Stapelwirt, das sind oft Regenwürmer, an und werden dann damit auch wieder aufgenommen. Jungtiere sind besonders empfänglich für Wurminfektionen. Als mögliche Vorsichtsmaßnahme sollte man daher Kunstbrutküken als Jungtiere nicht gleich auf den potenziellen wurmverseuchten Auslauf der Althühner schicken. Ich habe daher auch einen Jungtierstall für bis zu 10 Tiere mit einem eigenen kleinen Auslauf. Ascaria galli ist die am meisten verbreitete Nematodenart bei Hühnern und auch bei Wassergeflügel. Sie besiedeln den Dünndarm und man hat freilaufende Legehennen untersucht. Und es wurden bei über 70% der Tiere Ascaria galli bestätigt. Wir Gartenhuhnhalter sollten uns daher wirklich keine Vorwürfe machen. Hühner, die Auslauf haben, kommen früher oder später zwangsläufig immer mal mit verschiedenen Parasiten in Kontakt. Das Immunsystem unserer Hühner ist im Prinzip darauf eingestellt und kann genauso wie jeder Wild- und Gartenvögel mit einem leichten Parasitenbefall umgehen. Es wäre aus Sicht der Parasiten ja auch schön blöd, wenn sie ihren Wirt und ihren Versorger umbringen würden. Mein Tierarzt sagte mir, ich solle mir den Gedanken abschminken, ich könnte mit einer Wurmkur meinen Bestand wurmfrei kriegen. Im selben Auslauf in meinem Garten stecken sich die Hühner natürlich zwangsläufig wieder erneut mit den Würmern an. Würmer sind also quasi ein Dauerproblem bei Hühnern im eigenen Garten. Ab und an sollten wir das Immunsystem unserer Hühner mit Hausmitteln und Kräutern im Kampf gegen die Parasiten unterstützen.
Und als Hausmittel ist Apfelessig auf jeden Fall auch noch zu nennen. Und falls es uns als notwendig erscheint, sollten wir auch mal mit einer Durchfallkotprobe zum Tierarzt und uns ein hochwirksames Medikament besorgen, um dann vielleicht etwa einmal im Jahr im Verdauungstrakt unserer Hühner Großreine zu machen. Eine weitere, wie ich finde, sehr fiese Nematodenart sind die Syngamus trachea, die sich gerne in der Luftröhre einnisten. Die Tiere zeigen dann Atemnot, Atemgeräusche, Kopfschütteln und ausgeprägtes Husten. Das kann bis zu Erstickungsanfällen gehen. Bei freilaufenden glücklichen Hühnern ist der Parasitendruck eben deutlich höher als bei einer Käfighaltung. Käfighaltung ist aber keine Alternative, sondern eine Katastrophe. Nimm das, Käfighaltung! Zurück zur Ascaridia. Die Eier von Ascaridia sind in der Umwelt äußerst widerstandsfähig und können somit vom Tierarzt im Kot der Hühner relativ einfach nachgewiesen werden. Diese Würmer können einen Leistungsabfall in der Gewichtszunahme und in der Legeleistung verursachen. Es kann bis zum blutigen Durchfall kommen. Auch ein Darmverschluss kann auftreten. Und eine Abwehrschwäche gegenüber anderen Krankheiten tritt auf. Noch ekelhafter wird es für uns Menschen, wenn bei einem starken Befall mit Ascaridia-Würmern diese aus dem Darm auswandern und über die Kloake in den Eileiter eindringen. Hier können bei der Eibildung im Ei diese Würmer mit eingeschlossen werden. Auf Facebook geistern immer mal wieder ekelhafte Bilder von diesen Würmern in aufgeschlagenen Spiegeleiern herum. Das sind dann genau diese Ascaridia galli Würmer. Ich wundere mich, wie die Hennen mit einem so starken Wurmbefall überhaupt noch in der Lage sind, Eier zu legen. Genau diese häufig auftretenden Würmer kann ich euch auch mit eigenem Bildmaterial zeigen, da auch mein Bestand infiziert ist. Ich hatte nämlich vor ein paar Wochen mal wieder gedacht, machst du mal wieder eine natürliche Wurmkur und gibst eine gequetschte Knoblauchzehe mit in die Tränke. Und siehe da, einen Tag später, was finde ich auf dem Kotbrett? Ich zeige es euch im Stall. Knoblauch wirkt also wirklich. Ich habe auf dem Kotbrett was Ekelhaftes entdeckt und es ist nicht der Kot, den ich meine, sondern das da, ich versuche mal es nicht anzufassen. Das ist ein Wurm im Kot und ich habe da nochmal weitergeguckt und das Huhn hat sich wohl nachts einmal umgedreht. Und da, boah, das ist richtig ekelhaft. Aber es ist eindeutig, das sind Würmer, die jetzt schon hinten rausgekommen sind. Also das ist ein heftiger Befall. Es ist Gott sei Dank nur ein einziges Huhn. Ich habe hier kontrolliert. Die anderen Kothaufen zeigen das nicht. Oder noch nicht. Aber ich werde jetzt beim Tierarzt mir eine Wurmkuh holen müssen. Und dann behandeln wir alle Hühner. Vor dem Medikament besprechen wir aber kurz noch die Kräuter zur natürlichen Wurmbekämpfung. Gequetschte Knoblauchzehe in die Tränke. Möhren, Zwiebelsalat, wobei dieser nicht so gerne gefressen wird, wenn zu viel Zwiebel dabei ist. Weitere Kräuter, die immer wieder in Verbindung mit einer natürlichen Entwurmung genannt werden, sind Thymian, Wermut, Salbei, Walnussschalen, Zimt, Aloe Vera, Oregano, Paprika, Mandarindistel, Artischocke, Pfefferminz, Eukalyptus, Beifuß, Petersilie, um mal nur einige zu nennen. Viele davon schmecken unseren Hühnern aber mal so gar nicht. Es gibt einige dieser Kräuter zusammengepresst in Pellets oder als Pulver zum Anreichern von Weichfutter. Da sind zum Beispiel die, wie ich finde, nicht gerade günstigen Produkte von Wärmex zu nennen.
Diese Kräuterpellets oder Pulver soll man dann täglich seinen Hühnern mit unters Futter mischen. Ich habe diese Kräuterpellets vor 2 Jahren mal getestet und hatte aber das Gefühl, dass kein einziges Huhn auch nur eins dieser Pellets gefressen hat. Ich habe gesehen, wie sie die aus dem Futternapf aussortiert haben und ins Einstreu geworfen haben. Trinken müssen unsere Hühner aber. Im Ropa Poultry Complete Trinkwasserzusatz sind einige der genannten Kräuter als ätherische Öle zusammen mit Antioxidantien und Vitaminen flüssig zusammengemischt. Das Schöne an diesem Produkt ist zum einen, dass es als flüssiger Trinkzusatz von den Tieren auf jeden Fall aufgenommen wird und nicht wie die Kräuterpellets und Pulver von den Tieren vielleicht gar nicht gefressen wird. Zum anderen sprechen die Ropa-Hersteller auch ehrlicherweise nur von der unterstützenden Wirkung im Verdauungstrakt gegen Pilze, Bakterien und Parasiten. Es wird uns also hier nicht werbemäßig etwas versprochen, was dann in der Wirklichkeit sowieso nicht gehalten werden kann. Ein Affiliate-Link auf dieses Produkt habe ich unten in der Videobeschreibung für euch gesetzt. Affiliate-Link meint, dass ihr genau den gleichen Preis in dem Shop bezahlt, den jeder zahlt, und ich aber eine kleine Vermittlungsprovision erhalte, wenn ihr über meinen Link in diesen Shop gelangt seid. Bei einigen dieser Kräuter ist in wissenschaftlichen Studien der positive Effekt bereits belegt worden. Wenn man also die Kräuter in das Huhn hineinbekommt, dann wirken sie auch tatsächlich. Aber ich wollte seit längerer Zeit endlich mal wieder mit einer hochwirksamen Wurmkur vom Tierarzt behandeln, um dann wenigstens vorübergehend mal auf der sicheren Seite zu sein. Als hochwirksames Medikament ist das Antiparasitika Flimabend mit dem Wirkstoff Flobendazol beschrieben. Es soll über das Trinkwasser verabreicht werden. Das erste Problem bei solchen Medikamenten ist dann meistens die richtige Dosierung für die eigene Hühnerschar. Das machen wir mal zusammen am Computer. Im Prinzip ist es nichts weiter als ein simpler Dreisatz. Dabei sollten wir aber das Gewicht unserer Hühner kennen. Wir wollen uns jetzt die Dosierung des Medikaments ausrechnen anhand des Beipackzettels. Und die Dosierung laut des Beipackzettels ist angegeben 1400 Kilogramm Hühner über 7 Tage lang, jeden Tag 20 Gramm. Hinschreiben. So, wir wollen aber nicht 1400 Kilogramm Hühner nehmen, sondern nur, wir wollen mit dem Dreisatz erstmal 1 Kilogramm jeden Tag. Und wie rechnen wir das? Das ist gleich die 20 Gramm geteilt durch die 1400 Kilogramm. Dann ist das hier unser Gewicht, was 1 Kilogramm Hühner benötigt. Und jetzt müssen wir hier wissen, Kilogramm unsere Hühnerschar, also die gesamten Hühner, die wir behandeln wollen. Und bei mir sind das 36 Kilogramm Hühner, die ich behandeln will, über 7 Tage lang, jeden Tag. Und dann kann ich hier einfach eintippen, ist gleich die Menge, die 1 Kilogramm braucht, mal meine 36 Kilogramm, und dann habe ich schon das Ergebnis. Ich will meinen Hühnern jeden Tag 0,5 Gramm von diesem Medikament geben übers Trinkwasser. Die Vorlösung soll man dann an jedem der 7 Behandlungstage neu ansetzen. Ich habe jetzt bei den Tränken gesehen, dass die Hühner einmal nicht alles auftrinken. Die sollen das möglichst innerhalb von 4 Stunden trinken. Aber es ist Juni und ich will nicht, dass meine Hühner ab Mittag dursten. Deshalb gebe ich denen natürlich für den ganzen Tag Wasser. Aber sie trinken morgens am meisten, wenn ich abends eben die Tränken weggenommen habe. Deshalb passt das schon. Ich habe aber auch gesehen, dass am Rand von den Tränken immer ein bisschen was von diesem weißen Schleim übrig bleibt und sich absetzt. Deshalb, wenn ich 0,5 Gramm in meine Hühner reinkriegen will, muss ich hier quasi mehr einwiegen. Weil ich weiß, meine Hühner trinken nicht das komplette Wasser, und ich weiß, an der Randung von den Trinkgefäßen bleibt ein bisschen was hängen. Deshalb würde ich hier durchaus so weit gehen und sagen, man soll mindestens die Hälfte nochmal drauf tun. Also ich nehme jetzt nicht 0,5, sondern ungefähr 0,8,
Es ist im Beipackzettel auch beschrieben, dass es an Hühnern getestet wurde. Eine 10-fache Überdosierung. Also ich muss jetzt 0,5 Gramm einwiegen und wenn ich 5 Gramm einwiegen würde, selbst dann wurde bei Hühnern wurden keine negativen Nebenwirkungen festgestellt. Deshalb ist es hier wirklich nicht schlimm, wenn wir hier ein kleines bisschen beim Einwiegen quasi zu viel einwiegen, als was wir berechnet haben. Aber trotzdem geht hoffentlich die Menge, die wir haben wollen, eben ins Huhn rein. So, das ist gekauft. Ja, immer. Zack. So, das fülle ich jetzt hier rein. Das geht ein bisschen, ist relativ zähflüssig. Das mache ich unter dem fließenden Wasserhahn. Und den Rest kratze ich dann mit dem Löffel noch ab. So, und hier sehen wir jetzt hier unten, seht ihr das? Da ist der Schleim drin. Also man muss schon gut rühren und auch relativ lange rühren, dass sich das schön verteilt in unserer vorangesetzten Flüssigkeit, die wir dann auf die Tränken geben. Sind immer noch Flocken drin. Immer noch vereinzelte Flocken. Mischen, 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 mischen. Impossible. Nee, ich glaube, jetzt haben wir es. Mischen ist nicht impossible. Okay, dann gebe ich es Ihnen. Siebter Tag, siebte Einheit. Das müsste es dann gewesen sein. Ihr dürft erst raus, wenn jeder einmal getrunken hat. Ja. So will ich das sehen. Mmh, lecker Wurmkur. Oh, und die Würmer werden fluchen. Die Wartezeit von diesem Medikament ist interessant. Die ist nämlich angegeben auf essbares Gewebe, hier ist nur Fleisch gemeint, mit 2 Tagen. Und die Wartezeit auf Eier ist angegeben mit 0 Tagen. Komisch, ich hätte gedacht, Eier sind auch essbares Gewebe. Aber sie sind extra aufgeführt und dieses Flubendazol hat 0 Tage Wartezeit auf Eier. Also wir können auch, während wir die Hühner behandeln mit dieser Wurmkur, die Eier weiter verzehren. Das liegt daran, dass nämlich dieses Mittel sehr schlecht wasserlöslich ist und anscheinend daher nicht in die Eier hineingeht oder zumindest bislang dort nicht nachweisbar war. Die Haltbarkeit nach dem Öffnen der Packung. Der große Beutel mit 750 Gramm ist laut Packungsbeilage nach dem Öffnen noch 6 Monate haltbar. Für die kleineren Beutel, also auch der 20 Gramm Beutel, wird empfohlen, jeden Tag den Rest zu verwerfen. Dann hätte ich aber 7 anstatt einem Beutel kaufen müssen und ich sehe nicht ein, warum der große Beutel 6 Monate haltbar sein soll und die kleinen nicht, wenn ich jeden Tag nur 0,5 Gramm entnehme. Daher habe ich auch in Absprache mit meinem Tierarzt mit diesem einen Beutel über 7 Tage lang behandelt. Ich habe bei der Recherche zu diesem Video wieder viel gelernt. Wenn ich auch euch mit der einen oder anderen Information weiterhelfen konnte, dann kommentiert bitte zu dem Video, teilt es weiter und gebt mir auch gerne euer Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Auf meinem Dinosaur-Hühner-Kanal gibt es immer wieder wertvolle Informationen rund um das Thema Rassegeflügelzucht im eigenen Garten. Ihr habt mitbekommen, dass quasi alle freilaufenden und scharrenden Hühner früher oder später mal mit Würmern zu tun bekommen. Da gerade Junghühner sehr anfällig für Wurminfektionen sind, möchte ich eine jährlich wiederkehrende Wurmkur im Sommer vorschlagen. Zusätzlich sollte man ab und an immer mal wieder eine gequetschte Knoblauchzehe mit in die Tränke geben. Möhren mit Zwiebeln als Leckerli verfüttern und vielleicht auch zur Unterstützung bei der Mauser- oder während der Bruteisammelphase mit einem Trinkwasserzusatz, wie zum Beispiel den Ropa Poultry Complete, arbeiten, als Ergänzung des Maßnahmenpaketes gegen die Endoparasitenwürmer. So sparen wir Futterkosten, weil ja die Würmer im Verdauungstrakt der Hühner dann nicht das Futter mitfressen
und unsere Hühner danken es uns mit Gesundheit und vielen wohlschmeckenden Eiern. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Dr. Bene. Käfighaltung ist keine Alternative, sondern eine Katastrophe. Nimm das, Käfighaltung. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Ich muss aufs Klo. Vielleicht esse ich auch mal was mit ganz viel Knoblauch.